Was geht ab, Fitnessfreunde? Heute ist der 31. Dezember 2014, der letzte Tag in diesem Jahr, und ich gehe jetzt Beine und Bauch trainieren. Und das, also diese Trainingseinheit ist, wenn ich das trainiere, dann werden die Videos am wenigsten angeschaut, habe ich festgestellt, laut der YouTube-Statistik. Und bleibt doch mal bitte dran, was denn los mit euch? Wollt ihr kein Beintraining sehen oder was? Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich habe heute Beine trainiert und ich wollte eigentlich mein Standardprogramm machen, wie immer. Sprich Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger, Wadenheben und Bauch und noch unteren Rücken, Rückenstrecker. Aber ihr werdet gleich merken, dass ich mich dann doch noch umentschieden habe, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Das folgt aber gleich nach der Übung. Erstmal wieder 270 Kilo draufgepackt, aber ich habe mich verschlechtert. Deshalb die ersten beiden Sätze habe ich gepackt und dann war es mir zu schwer. Dann habe ich gesagt, okay, bevor du da die Form verkackst, dann reduzierst du das Gewicht lieber. Und dann habe ich mit, glaube ich, 30 Kilo weniger weitergemacht. Und ich glaube, das liegt daran, ich habe über Weihnachten nicht mehr gegessen, sondern weniger. Also ich habe kaum Kohlenhydrate gegessen. Ich habe wirklich fast nur Fisch gegessen und sowas. Also fast nur Eiweiß und wirklich zu wenig Kohlenhydrate und habe ein bisschen Power verloren. Aber das kommt schon wieder. Und da ich mein neues Shirt anhatte von ALG, wo hinten drauf steht Shut Up and Squat, habe ich meinen Mund gehalten und gesquattet. Und das wird jetzt so aussehen, als würde ich, oder das hat sich auch so angefühlt, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben Squats lernen, nachdem ich ja den Unfall hatte. Und eigentlich müsste ich alles andere als das machen, weil ich habe gerade gestern die Diagnose bekommen, dass ich mir bei dem Unfall, wo ich da vom Quad gefallen bin, nicht nur einen Muskel im Rücken angerissen habe, sondern auch einen doppelten Bandscheibenvorfall im Rücken erlitten habe. Das bedeutet, dass zwei Bandscheiben im Rücken gleichzeitig geplatzt sind, und das war der Grund, warum ich nicht gehen konnte. Also meine Befürchtungen haben sich da leider als wahr erwiesen, dass es doch im Rücken noch schlimmer war als der Armbruch. Armbruch ist ja kein Problem, spüre ich davon nichts mehr. Und im Rücken werde ich leider noch mit zu tun haben. Und da würde man denken, dass man lieber die Kniebeugen und das Kreuzheben weglassen sollte. Aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass das schädlich ist, wenn man mit wenig Gewicht und einer sauberen Technik diese Übungen ausführt. Im Gegenteil denke ich, dass sie die untere Rückenmuskulatur aufbauen, diese Übungen, und dann ja den Bandscheibenvorfall dann nicht mehr rückgängig kann man das nicht mehr machen. Aber die Muskulatur wird dazu beitragen, dass man die Schmerzen nicht mehr so stark spürt. Das werde ich jetzt versuchen. Und es hat sich so gut angefühlt, Kniebeugen zu machen. Und Kreuzheben kommt auch gleich noch. Ich nehme es vorweg. Ich habe die Übungen einfach vermisst. Ich liebe diese Übungen. Ich werde sie jetzt wieder von null auf lernen müssen, aber ich werde es trotzdem machen. Und hier war auch schon der letzte Satz. Und meine Technik habe ich mir nach jedem Satz auf der Kamera angeguckt, und diese gefällt mir jetzt. Also hat mir jetzt gefallen, der letzte Satz. Dann die Schuhe umgezogen, denn beim Kreuzheben sind flache Schuhe von Vorteil, im Gegensatz dazu zu den Kniebeugen. Da sind Schuhe mit erhöhter Ferse vom Vorteil. Und ich habe das Sumo-Kreuzheben gemacht mit einem Pussygewicht, aber es hat sich so gut angefühlt. Natürlich hatte ich keine Schmerzen, klar, bei dem geringen Gewicht. Und es wird von Satz zu Satz hier besser, eigentlich. Ja, und ja. Kreuzheben gemacht. Wie gesagt, ich hatte Spaß, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das als gut oder als schlecht deuten soll, weil
Das Gewicht bringt ja wirklich nicht so viel für den Muskelzuwachs, aber man muss sich ja irgendwie wieder hocharbeiten. Und ich werde das jetzt eine Zeit lang machen. Und dann mal schauen, wie das sich mit meinem Rücken verhält. Ob das besser wird, schlechter wird. Und dann werde ich halt gegebenenfalls reagieren. Außerdem habe ich ja gestern das Brusttraining nicht nach Plan gemacht, sondern nach Gefühl. Hier jetzt dieses Beintraining auch nach Gefühl. Es hat mir ziemlich Spaß gebracht und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich in Zukunft, also ungefähr einen Monat lang oder so, Freestyle-Training machen werde, also nicht nach Plan. Eigentlich bin ich ja komplett nicht dafür, weil man kann so seine Progression nicht feststellen, aber ich werde es einfach mal machen, um einfach einen neuen Trainingsplan zu finden. Ich mache ja schon meinen Trainingsplan fast 2 Jahre lang und da sind neue Reize, würden mir zwar gut tun, auch wenn ich vielleicht keine Muskeln aufbaue, aber ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei zu experimentieren und es ist auch für euch ein Vorteil, denn ihr bekommt jeden Tag ein neues, anderes Training zu sehen. Insofern ist das auch in eurem Sinne. Nach dem Training habe ich jetzt so unnormal Hunger. Ich verhungere und deshalb habe ich mir auf schnelle Welle hier so einen Eiersalat gemacht. Was habe ich da alles drin? Natürlich Ei, Salz und Pfeffer, Salat, Porree, Putenbrust geräuchert und ein bisschen Paprika. Das werde ich hier mit Flanbrot schön aus dem Ofen essen. Und das Ganze hat dann folgende Makronährstoffverteilung: 64 Gramm Eiweiß, 140 Gramm Kohlenhydrate und 40 Gramm Fett. Dadurch, dass ich da Mayonnaise reingetan habe, ich bin wohl der einzige Fitness-YouTuber, der sich Mayonnaise reinzieht, aber ich kann einfach nicht widerstehen, wenn ich polnische Mayonnaise im Kühlschrank habe und 1200 Kalorien. Wir haben jetzt 21 Uhr, das heißt in 3 Stunden ist Neujahr. Vielleicht hört ihr das so ein bisschen von draußen, da knallen die schon. Das verstehe ich nicht so ganz, weil die haben irgendwie was nicht verstanden, schon vor 0 Uhr die Böller zu knallen. Da ich in den letzten 3 Tagen richtig gut trainiert habe, habe ich am ganzen Körper Muskelkater und ich muss meine Muskeln natürlich mit den Nährstoffen füttern, damit sie größer werden. Und dementsprechend esse ich jetzt auch noch eine Gemüsepfanne mit Kidneybohnen, Porree, ich liebe Porree. Ich habe eben mit meinem Bruder mich unterhalten, was sein Lieblingsgemüse ist. Seins ist Brokkoli, meins ist auf jeden Fall Porree und Zucchini. Und dann werde ich noch ein paar selbstgemachte Pommes essen. Die kennt ihr bestimmt, die macht jeder YouTuber so ein paar Mal. Ich würze sie erst lieber nach, also wenn sie fertig sind. Und das beides ist gemacht mit diesem Kokosfett von MyProtein. Link ist unten. Ja, das beides wird dann erst gewürzt, wenn es fertig ist. Und dann kommen wir auf meine Macros. Bis jetzt habe ich 1900 Kalorien, 82 Gramm Eiweiß, 270 Kohlenhydrate, 52 Gramm Fett. Das heißt, ich brauche noch alles, von jedem ein bisschen. Und ich weiß schon, was ich am Ende essen werde. Also dann wahrscheinlich erst, wenn wir ein bisschen geknallt haben, so 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, werde ich dann nachts noch meine Haferflocken mit Milch und Obst essen. Und Eiweiß brauche ich ja auch noch. Ja, genau. Und dann melde ich mich, glaube ich, kurz nochmal wieder, wenn die Party losgeht. Was geht ab, liebe Fitnessfreunde? Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2015.